Hallo, 17 Uhr zu dir, Euroskat. Let's go. Schöner Ansatz in Vorhand. Fast absolutes Minimum gefunden. Der tut weh, aber Karo. Noch gegen 4. Pik 8 ist nicht schlecht. Pik 10 vielleicht noch nicht. 22. 27. Pik steht auch reichlich 22. Karten aufdecken. Ja, Karo mit 2 Nichtschneider. Meine Freundin Stanzi. Wir reizen das Ding durch. Ich habe mich jetzt entschieden. Okay. Und sie auch, offensichtlich. Karo Ass Anzeige war es schon mal nicht wert, Dame. Ich habe die. Wir sind raus. Hätten uns überkauft. Ja, Karo Hand oder Grang? Oder Pik? 33 weg. Machen wir den Karo Hand. Ja, so wie der Trumpfverlauf war, war klar, dass ein Trumpf im Skat liegen musste, sonst kommt der zweite Bauer nicht und dann Trumpf 10. Robert Hand mit zwei Jungs und einem Ass zu viert. Ich hoffe, Stanzi macht keinen komischen Gang mit 2. Ja, wir könnten jetzt reingucken. Ich mache mal Robert Hand. Noch mal zum Krang finden und man kann jetzt auch den Dolorär verlieren. Und hätte Krang einfach Schneider gehabt mit der Skataufnahme vielleicht. Nehmen wir den 0 jetzt raus oder nicht? Okay. Dann sie war freundlich. Pik ist Trumpf. Schlechtester Aufschlag. 28, 33. Also, hätte irgendwas mit Herz zu tun gehabt bei dem Spiel. Für 18. Ein Herzspiel. Ich weiß schon wieder nicht mehr, was ich gedrückt habe, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich spiele trotzdem von oben. Wahrscheinlich. Vielleicht zu lustlos, aber gegen Trumpf 3-1 kommen sie immer raus, so gefühlt. Sperre reizt immer noch nicht. Ein seriöses Kreuzspiel. Als Kreuz ist, denken wir mal nicht über den Krang nach. 7.
21. 25. Ich tippe auf Trumpf Lusche links. Also ist es. Kreuz einfach Schneider. Ohne Kopfschmerzen. 18 sind's. Ja, ich habe nur Spaß gemacht. Nur Spaß gemacht. Ja, schöner Start. 8 Spiele, 500 Punkte. Krank. Der war teuer. Der war teuer, stand hier. Krang mit 4 gegen Krang ohne 4, beziehungsweise Krang mit 3 gegen Krang ohne 3, beziehungsweise Kreuz mit 4 gegen Krang. Naja, Krang ohne 4 kann ja eigentlich fast nicht draußen sein, weil der Krang ja ohne 5 wäre, weil ich ja Pik Ass habe. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel, was jetzt kommt. Das ist das Einzige, was sicher ist. Das für ein Mann. Gang ohne 4, Gang mit rein. Weg sind wir Favorit. Pik ist Trumpf. Ich spiele trotzdem von oben. Immer einen blanken Bauern kriegen, aber vielleicht laufe ich auch manchmal gegen 5. Nee. Das alles Perspektive hat. Karo 7 macht nur wir kommen nicht mehr zum Reizen. 22 von rechts, die hätten wir uns wahrscheinlich gerne angeguckt. Das Herzspiel von Stanzi muss eigentlich besser sein. Die hat gar kein Herzspiel. Ja, das sieht nicht gut aus. Ich meine, jetzt mal abgesehen davon, dass ich zufällig weiß, wer der Accountinhaber ist, aber grundsätzlich gibt es jetzt wenigen Menschen, denen man solche Starts gönnt beim Skat. Ja. Es scheint selber ein seriöses Spiel zu haben.
5 Trümpfer mit Karo Ass Blank, wahrscheinlich noch mit Pik Ass 10 zu 4 und Karo Ass Blank. Oh, doch nicht, oh Gott. Pik 10 gedrückt oder wie? Ja. So. Bis auf Karo haben wir ein schönes Gegenspiel. Bei Weg, Weg wäre ich auch rein. Ich hoffe, ja. Ich hoffe. Sechs A2, zwei Pik und zwei Herz dazu. Wir verraten ja nicht, was wir gereizt haben, weil es eh egal ist. Ein gutes Spiel. 7 A2, Ass, Lusche, Ass. 7 A2, Ass, Lusche, Ass. Das ist zu stark, obwohl sie wahrscheinlich gefunden haben wird und ich wahrscheinlich auch. Ja. So, wir müssen dranbleiben. Die Karte darf nicht kalt werden. Perspektive bei dem Spiel ist ziemlich gering. Stand sie reizt überhaupt nicht. Sieht gut aus. Da kann man auch mal 15 Spiele warten für so ein Paketchen. Sehr schöner Ansatz. Sehr schöner Ansatz, sehr gut gefunden. Wir machen Grang. Ich hatte kurz überlegt, Herz Dame zu drücken. Eventuell ein Herzstich ist halt schlauer als zwei, vier Stiche auf sicher abzugeben. 15. Ja, okay, den können wir nicht laufen lassen. 15. Okay, was ist mit Herz? Ja. Nicht Schneider geschafft. So, ja, wir passen auch. 800, knapp vor Halbzeit. Ja, in dem Fall war das genau der Fall, wo es richtig gewesen wäre, anders zu drücken. Ne? Mit Herz Dame unten against all odds. Dann hätten wir Schneider gewonnen in der Konstellation, den Gang. Vielleicht, aber auch nur. Da ist sich weg.
sehr gut aus. Ja, ich habe keine Karosserie. Und kriege keine. Also ich habe, wenn ich KO7 hätte, dann hätten wir zumindest mal ein bisschen spielen können. Aber wenn er meine drei Kreuzen hätte, dann hätte man gewonnen. Okay, er hat immer noch einen Plan. Weiß man noch nicht genau, wie der aussieht. Er auch nicht, aber wir gucken mal. Er oder sie natürlich auch nicht. So, zweite Halbzeit. 790 zu liegen. Pik Lusche für Null Auvergne. 18 halten wir. Okay. Pik Lusche für Null Auvergne, den man vielleicht sogar verliert. Chaos. Nicht gereizt, das ist nicht gut. Spielt trotzdem Pik Ass. Weiß nichts mehr. Scheiße. Zu früh gespielt, mein. Zu früh gespielt, mein Pik Ass. Ich hatte ihn halt auf 6-3-1 gestellt mit der blanken Pik. War nicht so krank bei 20. Stanzi, sehr gut. Stanzi hat ein Ass. Wow. Moment, Moment, Moment. Warum? Vier Augen, kein König im Skat. Was hat er vorher gereizt? Jetzt wird es gerade kritisch irgendwie. Zwei, dreimal lag mega dritt. Ich habe locker gereizt, hätte gut gefunden, bin aber nie rangekommen. So, 12. Alle Kreuzen sind weg. Tja, ich weiß immer noch nicht genau, was ich beim Gang ausspiele. Kreuz. 22 weg, mal Kreuz. Okay, ich spiele Karo 7 aus. Das kann nicht verkehrt sein. Den will er schon. Wir hauen ein Nein, wir hauen ein Nein, wir hauen ein Nein. So ein starkes Spiel. So, der hat nur überlegt, ob er krank spielt, so wahrscheinlich. Auf jeden Fall hat er sich jetzt schön ein paar Spiele geklaut, hier mein Kumpel. Jetzt kommen wir mal wieder ran, finden zumindest eine ordentliche. Acht Augen gedrückt, Kreuz ist Trumpf, kein Pik. 8 und 15, 23, Forderungsbube, Bauern kommen, wunderbar. Dann doch Schneider.
Richtig. Ein Atom. Zwanzig gedrückt oder was? Ja, das war. Was hat er da gereizt in dem Spiel? Karo ohne Vieren wahrscheinlich noch. Ne? Bei diesem Gang, wo zwei Jungs drin lagen, wo er dran gespielt hat, ich glaube, da hat der Karo Ass zu fünft gehabt. Pik Ass 10 dann. Pik Ass 10 Lusch. Und Kreuz Ass bestellt irgendwie, ne? Ja. Kann man schon reizen im mittleren Karo ohne Vieren. Die Sperre! Die Sperre und die Stanzi. Sperre, Stanzi, VfL. Ja. Ja. Wahrscheinlich wird eine schwarze Farbe drauf sein. Ich schätze Peak. Gut geschätzt. Okay, dann machen wir dann auf. Zu stark, zu stark, zu stark. Okay, dann. Kritisch. Nehmen wir die Karo Hand. Kann man zum reinkommen. Ich weiß nicht, ob ich.
möchte nicht diesen Kreuz mit Zweien sehen. Ich werde es noch nicht verhindern können. Ich werde es nicht verhindern können. Was macht er da? Was macht sie da? Räumer mit zwei Assen, fragwürdiger 18. Okay, na, sie hat halt kein Karo-Power. Einer reizt 0, der andere Stand sie reizt wahrscheinlich 0. Was jetzt hier noch mal zu schön. Es liegt immer drin irgendwie. Oh, jetzt kommt das teure Spiel. 18 halten wir. Trotzdem blank. Oh Gott. Das sieht nach sehr vielen Buben aus. Oh, 7 Matu. Kreuz 10, Dame Lusche dazu. Karte schläft ein, Karte schläft ein. Hopp. Nächste. Ah, Karo ohne 7. Ohne Prämie. Bounty. Den kann man nur mit Bounty reizen. 40 € Bounty muss der geben. Schöne Ruine, Trumpf 2, 3, 3. Was zehn Quellen rein. Ja, da habe ich dann sie bemitleidet und nun. Setzen wir auf Kreuz Lusche im Skat. Aus Spaß, Bauer Ass liegt. Wir haben immer noch nicht gewonnen. Wir spielen Pik. Man kann auch 20 drücken manchmal. Ich weiß es immer nicht. Es geht nicht gegen 4 Trumpf, dann sind wir Favorit. 10. Das war die Liebste, 26. Gut, das ist aus dem bekloppten 0 ist ein. Wahrscheinlich werden wir den reizen müssen. Wahrscheinlich werden wir den reizen müssen.
Ja, die können hier halt ganz schnell auf 39 stehen. Okay, in dem Fall nicht. Doppelpik-Schnitt. Das sieht gut aus, den Stich. Der ist immer süß. Mal gucken, ob jetzt alle die Nerven verlieren. Nee, 10 bestellt steht, bleibt links stehen. Herrlich. Karo 8 hätte ich behalten müssen. Siehst. So, 1094 Grenzbereich bei dem 17 Uhr Turnier. Wie viele Teilnehmer? 78. Würde sagen, so zu 80% gibt es Geld. Einmal noch mit meiner Freundin Stanzi 40 Punkte wären schön. Keine Ahnung. Ja, weiß nicht, ob es besser geht. Jetzt kommen wir nicht an die Geschichte hier ran. Bitter, 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 bitter. Am Anfang der Liste hätte ich den vor 48 nicht weggegeben. Wahrscheinlich zu Recht. Hat er gut gespielt mit dem Abwurf vom Viererfeld, muss man dann erkennen. Kreuz 9, Pik Ass. Haben wir in der Hand. Und ein Gang mit rein. Sind das Karten? 12,40. Das Problem ist, da sind wir wieder beim Thema. Kranken oder Vieren. Alles ist möglich hier bei der Karte. Das Problem ist, wenn man den jetzt verknallt, ist man raus aus dem Geld. Und das Turnier werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr gewinnen. Naja, gibt es einen Kranken ohne Vieren und danach noch einen mit Vieren. Ja, der tut schon. Oh, Kram ohne Vieren. Mit 8 vollen. Naja.
Ja, das ist halt blöd, so ein Spiel jetzt bei 1240 zu kriegen. Bei 1600 oder bei 1000, aber nicht bei 1240. 24, wir gehen kurz König rein. Raus sind wir schon mal. War doch schon 61 nach Pons König oder so. Naja, haben wir noch 40 bekommen. Naja, ich weiß nicht, wie das geworden ist. Wir schauen mal, ob Daniel es reinstellt oder nicht. Lieben Dank erstmal. Viel Sehenswertes war, glaube ich, nicht dabei. Bis bald. Tschüss.